Und es geht weiter mit dem Rolf Ebinghaus. Er steht für H.A.N.F.EV. Im Ganzen gelesen ist das Hanf e.V. und das Hanfmuseum. Das Hanfmuseum könnt ihr jeden Tag besuchen, das ist im Nikolaiviertel. Da könnt ihr auf jeden Fall auch rund um das im ganzen Jahr eben halt erfahren, was die Hanffaser, was der Hanf alles Gutes dem Menschen tun kann. Aber jetzt übergebe ich das Mikro an den Rolf, möchte aber nicht verpassen, euch zu sagen, gleich geht es hier nach dem Rolf mit Musik weiter. Also bleibt hier, lauft nicht alle weg. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr mich vielleicht auch noch 2 Minuten ertragt, denn wurde wunderbar angekündigt und wir stehen hier für meine Wahl Hanflegal. Meine Wahl Hanflegal. Das ist das Motto der diesjährigen Hanfparade. Meine Wahl Hanflegal. In 4 Wochen etwa werden wieder neue Politiker gewählt, werden wieder die Parteien gewählt, an die unsere klare Forderung gerichtet ist. Meine Wahl, Hanflegal. Die Forderung ist nicht ganz neu. Seit Jahren wird sie an die Politik gestellt und seit Jahren wehrt sich die Politik offensichtlich mit Händen und Füßen dagegen, irgendwas zu machen. Meine Wahl, Hanflegal, ist unsere Forderung. Alle 4 Jahre hört man immer wieder neue Wahlversprechungen. Doch ist euch vielleicht mal aufgefallen, dass es in diesem Jahr noch gar keine so richtige Wahlversprechen gab? Nee, so richtig von niemandem nicht. Und ich glaube auch so ein bisschen, ich weiß, woran das liegt. Weil das, was die Menschen bedrückt, das, was uns bedrückt, daran können oder wollen die Politiker offensichtlich nichts ändern? Zuallererst ist es natürlich die Kohle, das Finanzielle. Wie kann es sein, dass Menschen einen Vollzeitjob haben, ohne davon leben zu können? Das haben sie uns in der Schule erzählt, das ist Pauperismus. Man geht 8 Stunden arbeiten und kann davon nicht leben. Wenn die Politik sich natürlich darum kümmert und dagegen was macht, dann wird es schwieriger mit der florierenden Wirtschaft hier im Lande. Also ist es schwierig für die Regierigen, für die Arbeitnehmer irgendwas zu tun. Warum es vielleicht noch keine Wahlversprechen gibt, ist, weil das nächste, was drückt, diese immer größere Einschränkung der persönlichen Freiheit ist. Überwachung, Überwachung, Überwachung. Man kriegt fast eine Gänsehaut, wenn man es hört. Noch vor einem halben Jahr wäre man als Verschwörungstheoretiker in die Ecke gestellt worden, wenn man gesagt hätte, dass jede E-Mail, dass jede elektronische Aussage von irgendwelchen Geheimdiensten aufgenommen und gespeichert wird. Heute ist es tagtäglich. Und alle sagen, na ja, was will man denn machen? Dagegen können die Regierungen auch nichts machen. Oder wollen es nicht, oder können es nicht, wer weiß. Wir stehen hier, weil uns dieses elende Cannabisverbot drückt. Dieses unerträgliche Unrecht der Cannabiskriminalisierung. Dagegen stehen wir hier und deshalb fordern wir klar, meine Wahl, Hanflegal. Meine Wahl, Hanflegal. Nun kann man natürlich fragen, wen kann man überhaupt wählen? Parteien wählt man. Welche Parteien gibt es? Von der CDU kann man eh nichts erwarten. Die SPD. Wer hat den Herrn Buschowski bei Stefan Raab gesehen? Das, was da über Cannabis kam, waren übelste, längst widerlegte Lügen über Cannabis aus der übelsten Cannabis-Hysterie der 80er Jahre. Alles Lügen und unglaublich. Und das sind etablierte Politiker, die sowas heute im öffentlichen Fernsehen immer noch sagen dürfen. Yes, das kann ich auch nur sagen. Deshalb fordere ich meine Wahl, Hanflegal. Wie sieht es mit den anderen Parteien aus? Die Linken. Frank Tempel hat hier eben geredet. Und die Forderung der Streichung des BTMG ist super konsequent. Was haben sich die Linken dafür anhören müssen, überhaupt so eine Forderung zu stellen?
Und dabei ist es ja einzig gerade Gedanke letztendlich. Aber andersrum. Es gibt Bundesländer, da regieren die Grünen mit. Die Grünen. Jetzt bin ich schon bei den Grünen. Da regieren die Linken mit. Und dort, wo die Linken mitregieren, werden auch nicht weniger Menschen verfolgt. Meine Wahl, Hanflegal. Und wenn ich nicht weiß, welche Partei ich wählen kann, dann muss ich meinen Aktivismus in die Öffentlichkeit bringen. Und deshalb seid ihr hier. Und deshalb bin ich froh, dass ihr hier seid. Und deshalb stellen wir unsere Forderung. Wir wählen nicht nur meine Hanfwahl egal, sondern wir sagen ganz klar, Cannabis und Cannabisprodukte müssen ersatzlos aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen werden. Als nächstes müssen alle in diesem Zusammenhang Gefangenen sofort befreit werden. Und als drittes müssen die, die Schäden durch die Cannabiskriminalisierung erlitten haben, dafür entschädigt werden. Jede Stunde Knast, jede persönliche Durchsuchung, Leute sind von Schulen geflogen, jede Pressure, jede Repression, die der Einzelne erleiden muss, muss wieder gut gemacht werden, um dieses ungerechte, widerliche Cannabisverbot endlich aus der Welt zu schaffen. In diesem Sinne, meine Wahl, ganz egal. Ja, ich meine Wahl. Herzlichen Dank an Rolf Ebinghaus vom Hanfmuseum unter anderem.